Wieder größte Teilfahrer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Mountain Blade with Fire and Sword. Ich zeige euch heute das Spiel with Fire and Sword, also Mountain Blade with Fire and Sword. Den Nachfolger von Mountain Blade Warband, welches zu meinen Lieblingsspielen gehört. Ich bin jetzt hier einfach mal auf einen Schlachtserver gejoint. Es ist ein polnischer Server, so wie es aussieht. Ich weiß auch jetzt gerade den Namen nicht. Und ich muss jetzt einfach mal im Voraus sagen, ich habe schon lange kein Mountain Blade mit Fire and Sword gespielt. Deswegen nicht zu viel erwarten. Die Fraktionen sind ganz anders wie zu Mountain Blade Warband. Zwar haben wir hier zum Beispiel Polnische Republik und Königreich Schweden. Schauen wir uns das mal an. Das ist gerade ausgeglichen 6-6, deswegen gehe ich mal zu Königreich Schweden, Königreich Schweden, Musketier, damit ich euch das mal zeigen kann. Ja, ich nehme ein Schwert mit, das Leder-Kamisol. Ja, für die guten Kugeln reicht es nicht ganz, ich brauche nicht unbedingt einen Helm. Und dann join ich einfach mal rein, die Runde läuft gerade noch. Mit den ganzen Wefast-Clans kenne ich mich gar nicht aus. Weil es auch nicht so sehr viele gibt. Es gibt auch nicht so viele Server wie jetzt zum Beispiel in Warband. Und ja, ich war mal in einem Clan in Wefast, aber das ist schon lange her. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr so sehr viel. Und ich habe es auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe ein paar Freunde, die in Wefast-Clans sind, die da auch hin und wieder mitspielen. Auch welche aus meinem eigenen Native Clan spielen in Wefas Clans mit. Schauen wir uns mal hier die Map an. Dafür ein bisschen hoch. So. Ich glaube, die Map ist Hügelland. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher, weil ich die Map vorher noch gar nicht gekannt habe. Wie bei Warband gibt es hier auch normales Battle, das ist hier Schlacht. Dann gibt es auch noch Belagerung, wie es auch bei Warband der Fall ist. Und es gibt auch einen Captain. Mir fällt gerade der Name nicht richtig ein. Captain Co-op heißt es, glaube ich. Und dann gibt es auch Deathmatch, Team Deathmatch und Duell. Also da sind eigentlich alle Spieltypen genau gleich. Nur dass eben das Captain Corp mit drin ist. Das kann ich euch auch mal zeigen. Werde ich dann auch machen. Aber jetzt nicht in dieser Aufnahme. Da zeige ich euch jetzt einfach mal die Schlacht. Spieltyp Schlacht. Ich werde jetzt dann auch alle Truppen durchgehen. Vom Musketier bis zum Infanteristen und die Kavallerie werde ich auch mal spielen. Ich denke, dass ich mit Infanterie am besten bin, da ich mit den Musketen nicht richtig zielen kann. Und Kavallerie ist schon auch in Warband meine schlechteste Klasse. Also ja, schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich habe mir extra hier für die Aufnahme in Wefas einen neuen Char erstellt. Bisschen abgeändert zu meinen alten, die ich da noch habe. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir erstmal in Deckung. Sonst werden wir hier abgesniped auf offenem Feld. Was jetzt auch noch ein Unterschied ist zu Warband, hier kann man sich nämlich hinknien. Finde ich sehr schön. Kann man auch bei NW machen. Das ist so ein Aspekt, der fehlt irgendwie in Warband, finde ich. Das sollte man eigentlich auch können. Bringt noch ein bisschen spielmäßig was rein. Hier sieht man auch schon hier Pulverdampf. Also realistisch gemacht. Okay, der ist gerade disconnected. Na, ich sollte mir vielleicht mehr Kugeln mitnehmen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Da ist eine Kavallerie. Die ist wieder weg. Man kann auch während dem Nachladen laufen. Ist auch schön. Das kann man bei Warband bei den Armbrustschützen jetzt nicht.
Ah, ihr merkt schon, ich treffe nicht so wirklich mit der Muskete, aber das wird noch. Frage ist halt, wo sind die? Bei Wefast ist es so, dass sie sich, dass es meistens so eine Camperschlacht ist, sage ich mal. Oh, der war knapp daneben. Dass sich halt eben die einzelnen Fraktionen verkämpfen. Ein paar Meter gegenüber und dann sich mit den Musketen abschießen. So. Kaff getroffen und dismounted. Wenigstens den ersten Treffer gelandet. Was kommt da aus dem Balken raus? Nicht. So. Mein erster Kill. Lol. What the fuck? Von wo kam jetzt der Schuss? CHP Toskritzus. Kann ich nicht aussprechen. Ist das der? Ja, das war der. Verdammt. Okay. Müssen wir jetzt halt eben noch 2 Minuten lang warten, bis ich wieder spawne. Das kann bei Wefas lange dauern, bis die Teams tot sind. Da, wie schon gesagt, die Teams sich meist verkämpfen. Der ist einfach noch am Spawn. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Dass jemand einfach am Spawn campt. Aber naja, soll er es machen. So, die Flag ist gespawnt. Mal sehen. Wer wird gewinnen? Polen oder Schweden? Die Schweden sind in Wefas echt overpowered, kann man nur sagen. Das sind wirklich die stärkste Fraktion, wie ich finde. Und hier in Wefas gibt es auch eine Fraktion, wie Khanat Kergit in Warband. Das ist halt eben Grim Khanat. Das kann ich euch dann auch mal zeigen, wenn dann hier die Fraktion kommt. Oder auch nicht, dann zeige ich es euch halt eben in einer anderen Aufnahme. So, schauen wir uns mal den Kampf hier an. Der springt einfach runter. Okay, der hat noch eine Pistole mit dabei. Die laufen einfach aneinander vorbei. Halt. Die spielen hier so unaggressiv, so defensiv. Oh, schön. Mit der Pistole abgeschossen. So, dann machen wir mal zur zweiten Runde. Was man hier auch kann, man kann, man kann mit der Muskete schlagen. Kann man bei Warband auch mit den Wurfäxten und mit den Wurfspeeren, aber hier kann man es halt eben mit der Muskete machen. Kann man es hier wie so ein Knüppel hin und her schlagen. Wenn man keine andere Nahkampfwaffe hat, ist das natürlich das Beste. Man hat immer eine dabei. Uhuhu. Sind sie denn? Lol. Wird getroffen. Habe ich den einen eigentlich getroffen? Vom Sound hat es sich so angehört. Schauen wir uns mal hier um. Lol, schon wieder vom selben. Es geht ja mal gar nicht. Ihr seht schon, als Musketier bin ich nicht sonderlich gut. Ich wechsle jetzt einfach mal auf die Kavallerie um. Die haben hier keine Schilder. Das ist echt ein bisschen doof. Aber passt. Jetzt hier noch das ganze Geld verprassen.
Schattenkugeln? Nein, kann ich mir nicht holen. Okay, dann lassen wir das so. Ich brauche unbedingt eine Lanze. Haben die Gegner irgendwie Infanteristen, Musketier haben sie hier? Nochmal ein Musketier, der einfach wieder am Spawn campt. Noch ein Musketier. Ach, der stand. Lol. Der stand drüben bei den Zelten. Okay, ja, dann hat er eine perfekte Schussposition auf mich. Schussbahn auf mich, nicht Schussposition. Er hatte eine perfekte Schussposition und eine perfekte Schussbahn auf mich. So, kann man sagen. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, sind natürlich auch die Banner anders. Nicht so wie ein Warband, sondern ein ganz anderer, ist ja auch ein ganz anderes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier extra Banner-Packs gibt, ob es hier extra Banner-Packs gibt für die jeweiligen Clans. Gibt es ja in Warband so. Ich schließe jetzt hier die ganze Zeit Vergleiche mit Warband. Weil es einfach nicht besser weiß. So sage ich es jetzt einfach mal. So. Jetzt warten wir darauf, dass einer zur Flagge geht. Es rührt sich aber keiner. Das ist auch schön. Hier so mit dem Kopf drin verstecken, dass man nicht getroffen wird. Aber ich glaube, der wird sogar getroffen. Hier haben wir sogar Gotia. Der Gotia. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein deutscher Wefers-Clan ist. Auf jeden Fall ist es ein bekannter Wefers-Clan. Also von den Clans kenne ich ein paar. Vorhin war auch einer drauf mit einem Clan-Tag, den ich kenne, und zwar DNL, die 9. Legion. Das sind auch ein paar Freunde von mir drin. Und PG, den PGC-Clan kenne ich noch. Aber das ist halt eben alles in Verknüpfung mit Warband. Komm, mach doch die Flagge hoch. Ui, schön geholt. Hier von Tornado von Gotia. Hat auch eine KD von 5 zu 1. KD von 1 zu 2. Ich finde, hier ist es auch in WFAS so ein bisschen Glücksspiel, ob man trifft oder nicht. Und ob man stirbt oder nicht. Das kann aber auch einfach nur daran liegen, dass ich so schlecht in dem Spiel bin. Oh, da ist Tornado tot. Okay, Swadin hat gewonnen, weil ihre Flagge höher ist. Das ist auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. So, dann wollen wir jetzt mal. Ja, komm. Ändern wir mal. So, dann spielen wir eine Runde als Kavallerie. Die haben auch einen Kavalleristen. Stimmt für das Votum, okay. Dann wird jetzt die Map gleich geändert. So, dann gehe ich hier gleich als erstes Kavallerie. Wenn ich jetzt dann noch in dieser Runde spawnen, weil ich muss hier noch die Karte runterladen. Das kann auch ein bisschen dauern. Es gibt hier auch so mega lange Lanzen in WFAS, gegen die Kaff eigentlich fast keine Chance hat. Und es gibt auch die schönen Husaren, die eigentlich Polen haben sollte, so viel ich weiß. Ah, schon eine Zeit lang her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich auch schon gesagt. Das letzte Mal war sogar mit Chris zusammen, das war aber Duell. Also haben wir ein bisschen Just for Fun gespielt. Ja, und ich. Da ist jetzt das Kosaken-Hetmanat. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gemeint habe. Also das mit